So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In dem letzten Part hatten wir sehr viele Trainer besiegt und über das Thema Silvester gesprochen. In diesem Part werden wir uns zur Safari-Zone begeben und dort ein paar Pokémon nicht fangen. Denn ich fange keine Pokémon ein, denn Pokémon sind doof. Ne, ich will mir auf jeden Fall mal die Safari-Zone angucken, ja. Oh shit, was denn hier passiert, Alter? Die sieht ja anders aus, dieser Safari-Zone. Die sah immer größer aus. Der Gang hier war voll lange, da ging 100 Jahre, Alter. Na egal, wurde auf jeden Fall einiges hier verändert. Und ich mag es nicht, wenn Sachen verändert werden, denn Veränderungen sind Kacke. Kacke, okay. Du! Diesem Pokémon bin ich hier begegnet. Und heute ist ein festes Mitglied der Familie. Ja, ja. Was sollte man mit einem Kecleon anrichten? Guckt euch das mal an, er sieht so behindert aus. Hier steht ein Buch mit dem Titel Geschichte dieser Safari-Zone. Ja, ich hab Zeit. Kapitel 1, Gründung. Der innige Wunsch nach einer Einrichtung, die es den Kindern der Hohen Region ermöglichen würde, vielen Pokémon zu begegnen, lag meinem Entschluss zugrunde, diesen Park zu eröffnen. Kapitel 2, Eröffnung. Gleich am Tag der Eröffnung bildeten sich lange Schlangen. Die Safari-Zone war ein großer Erfolg. Die Aussicht auf Profit lag meinem Entschluss zugrunde, die Eintrittspreise zu erhöhen. Kapitel 3. Konkurs oder Konkurs. Yeah. Die Erhöhung der Eintrittspreise unterbrach den Kundenansturm abrupt. Das war ungünstig. Die Angst vor dem Ruin lag meinem Entschluss zugrunde, das Zweite zu suchen. Kapitel 4. Neuanfang. Nach meiner Flucht bauten gutherzige Menschen die Safari-Zone wieder auf. Ich hätte nicht davonlaufen dürfen. Diese Reue lag meinem Entschluss zugrunde, nach Hohen zurückzukehren. Letztes Kapitel. Zukunft. Seit meiner Rückkehr bin ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Safari-Zone tätig. Es ist wunderbar, wieder hier zu sein. Solche Gedanken habe ich, während ich mich auch heute wieder um das Wohl der Pokémon kümmere. Okay. Das klingt cool und ich mag die Story. Es ist eine sehr, sehr coole Story. Es geht um Sachen. Es geht um den Besitzer der Safari-Zone oder den, es geht um den Gründer, ja? Leider wird einem nicht gesagt, was damit gemeint ist. Also wer der Gründer ist. Vielleicht könnte es diese Frau hier sein oder irgendein Mitarbeiter. Ich glaube eher, das ist ein Mann, denn sobald ich ein Buch lese, muss der Hauptprotagonist ein Mann sein. Falls es eine Frau ist, wird es nicht weitergelesen. Ne, Spaß. Nicht, dass einer wirklich jetzt denkt, boah, das ist frauenfeindlich. Das war ein Spaß, verdammte Kacke. Ne, oh, ey, Leute, das kann ja nicht euer Ernst sein, ne? Ihr nehmt doch alles viel zu ernst. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich wünsche dir, dass du vielen Pokémon begegnest. Danke sehr. Ich hoffe, dass ich keinem Pokémon begegne, denn ich will ja nur Sachen erkunden. Solltest du unterwegs Pokéball auf dem Boden finden, dann wurden diese wohl von anderen Besuchern vergessen oder gar achtlos weggeworfen. Jedenfalls hat niemand Anspruch auf sie erhoben. Wir müssen sie sofort irgendwann recyceln. Also tu dir keinen Zwang an und heb sie einfach auf. Okay. Gibt's hier irgendwas? Pikachu? Pikachu. So, ich glaube, mit dem Fahrrad könnte man hier raufgehen. Ja, das ist in der Tat möglich. Das ist wunderschön. Gibt's hier was? Ein, ja, ja, nein, vielleicht. Ja, irgendwo. Egal, unwichtig. So, mal gucken, wohin uns dieser Weg hier führen wird. Irgendwo hin, ich hab keine Ahnung. Gibt's hier was? Nein, lame. Ja, ich werde hier ein paar Gebiete erkunden. Ob ich alles erkunden werde, sei dahingestellt. Und ich hab nicht unbedingt Bock, einen ganzen Part mit der Safari-Zone zu verbringen, ehrlich gesagt. Deshalb, ja, mal gucken. Also, ich glaube sowieso nicht, dass man hier alles erkunden kann, weil man, glaube ich, genau, man braucht das zweite Bike, um an dieses Item hier ranzukommen. Und das Problem ist, man braucht alle beide, um überhaupt zu dieser Stelle anzukommen und danach, um dieses Item hier wieder zu holen. Man braucht sowieso zwei. Also macht das absolut keinen Sinn. Wir können erst später jeden zurücklatschen, sobald wir alle beide haben. Und das ist erst, nachdem wir das Spiel fertig haben. Yeah, macht so viel Sinn. Duflor, goddammit.
Ja, by the way, ich hatte im letzten Part vergessen zu speichern und ich musste alles wieder neu zocken, was ich im letzten Part gemacht hatte. Deshalb könnte es eventuell sein, dass meine Pokémon ein bisschen anders gelevelt sind, denn ich glaube, ich habe den Epetal angelassen, einfach weil ich irgendwie Bock zu hatte, denn ich wollte einfach, dass meine Pokémon ein bisschen mehr Level oder Erfahrungspunkte bekommen, einfach so, weil ich das kann. Und haben sie, glaube ich, auch getan und ich glaube, die meisten sind jetzt auf Level 39 gestiegen. Ich weiß nicht, wie es im letzten Part war, auf jeden Fall ist es jetzt... genauso wie ich es gerade gesagt habe. Ja, und wisst ihr Bescheid. So, gibt es hier irgendwas? Nein. Hey, diese... Ich glaube, das hier wurde irgendwie alles neu gemacht, oder? Irgendwie auch schon. Kommt mir nämlich absolut gar nicht bekannt vor. Gibt's hier was? Okay, wie komme ich... Okay, auf jeden Fall nicht von hier. Wie komme ich da ran? Hä? Könnte man einfangen. Donphan ist eigentlich ganz cool, aber ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, Pokémon einzufangen. Das ist doch langweilig. Na, ich glaube, wenn ich wieder zurückblicke, hatte ich irgendwo gesagt, ich möchte Pokémon einfangen. So viel dazu. Oh, sei ruhig, Donphan. Fang nicht an wie der scheiß Golbat aus dem vorletzten Part. Dieses Golbat. Falls ihr euch erinnert, es hatte mich aufgeregt. Ey, nerv mich nicht. Ey. Ich glaube, für dich muss ich auch gleich einen Counter machen, ne? Schon zweimal. Yeah. Das ist gut. Oder auch nicht. So, ich glaube, wir haben jetzt diese Vegale erforscht. Auf jeden Fall, ja, die hier oben. Es gibt aber noch mehrere Wege hier unten, also. Ja, das war so klar, ne? Eine Sackgasse. Das kann natürlich nur ein Item sein. Was wunderbar ist. So, gehen wir mal zurück. Top Shots. Ja. By the way, finde ich es irgendwie voll cool, dass es so umgeändert wurde, also dass diese Frage so umgeändert wurde, dass man jetzt gratis hineinkommt. Ich glaube, ich habe gar nicht darauf aufmerksam gemacht, aber man kommt mittlerweile gratis in die Safari-Zone hinein, was eigentlich nie der Fall war damals. Also im Originalspiel auf jeden Fall war es nicht so, denn ich glaube, man musste eine gewisse Summe zahlen, um reinzukommen. Jetzt aber kann man einfach reinspazieren. Und man muss kein Geld dafür geben. Was willst du, Pikachu? Nerv mich einfach nicht. Kannst du einfach eine Fliege machen? Mach einen Abgang. Dreckiges Ding, ey. Ich hab nichts gegen Pikachu, aber ich hasse es nur. Also, nichts persönlich, also. Nichts Persönliches, verdammte Kacke. Was ist das für ein Weg? Yeah! Boah, so much logic is involved in this place. And shit. God damn it. So, nope. Dude. Hier wirst du sowohl auf seltene als auch auf ganz, verdammte Kacke nochmal. Auf seltene als auch auf ganz gewöhnliche Pokémon stoßen. Sei so gut und lass ihnen allen die gleiche Zuneigung zuteil werden. Nein, die gleichen Pokémon werden besser behandelt, weil sie seltener sind. Yeah. Ja, so funktioniert der Mensch. Desto seltener, desto besser und wertvoller. Obwohl es keinen Sinn macht. Yeah, Sackgasse. Cool. Oder warte, vielleicht kann ich irgendwo hier runtergehen. Vielleicht sieht man das ja einfach nicht. Ne, auf jeden Fall nicht, Leute. Das ist ja langweilig. Das ist extrem langweilig. Daneben nichts. Das wäre blöd. Man geht da hin, man denkt so, okay, vielleicht ein verstecktes Item. Aber nicht mal das, glaube ich. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Vielleicht gab es ja ein Item. Und Bloody findet das Item absolut neat. Finde ich absolut gut. Yeah, Pokémon-Wortspiele sind so ungut. Na egal. Alter! Oh, dieses Fahrrad, Alter, das regt mich auf, Alter. Hör auf, so unpräzise zu sein, verdammte Kacke. Fängst du in der Safari-Zone auch fleißig Pokémon? Solange du sie gut behandelst, soll es mir recht sein. Nein, ich behandle sie wie Dreck und ich gehe denen aus den Augen. Oder ich gehe ihnen aus den Augen. Oder sie sollten mir aus den Augen gehen. Verdammte Kacke. So, Zumpax, bring mich zur anderen Seite hin. Danke sehr. Oh, es klang... Tütüt. Klang wie... Welches Pokémon war denn das noch? Tütüt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß die Antwort leider nicht darauf. Ach, egal. So, verstecktes Item gibt es hier auch nicht. Klar, Schutz anmachen. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles erkundet, was man bisher erkunden konnte in dieser Fahrradzone. Weil ansonsten brauchen wir immer das andere Fahrrad, um an die restlichen Sachen ranzukommen. Also, damit wir uns zu den restlichen Gebieten hinbegeben können. Glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube schon. Oder habe ich doch irgendwas übersehen? Ne, ich glaube nicht. Ne, da braucht man das Fahrrad. Das andere Fahrrad auf jeden Fall. Klar, man könnte trotzdem dahin gehen. Ich meine, wenn man sich wirklich jetzt das andere Fahrrad holt, kann man hier raufgehen. Ich bin jetzt aber nicht unbedingt so geil drauf. Wir werden auf jeden Fall nochmal später hier hinkommen. Sobald wir das andere Fahrrad haben. Denn in diesem Spiel kann man sogar alle beide bekommen. Was eigentlich voll cool ist. Ne? Ich meine, echt schon eine geile Sache, dass man alle beide bekommen kann. Was ich aber scheiße finde, ist, dass man das andere erst bekommt, wenn man das Spiel durch hat. Was auch keinen Sinn mehr macht. Warum sollte man sich dann die Mühe machen? Ich habe keine Ahnung. Egal. So, Route 122. Dum, da, dum, da, 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 dum, da, da. Was gibt es hier? Was ist das denn? Okay, Pyroberg. Nach rechts stand da. Das kann gar keinen Sinn machen. Oder das macht keinen Sinn. Warte mal. Nope. Kleinquiz. Der hat trotzdem ein bisschen recht. Ich meine, das ist der Pyroberg, aber. Ach, egal. Hä? Das ist jetzt ein bisschen anders, oder? Das war früher nicht so. Oder? Nee. Nee, das war ein bisschen anders. Dieser Pyroberg war genau unterhalb vom Ufer. Vom Ufer aus nach unten kam sofort der Berg und man war also hinter dem Pyroberg und da musste man so nach links oder rechts surfen, um dann zum Pyroberg anzukommen oder vor dem Pyroberg hier zu kommen, also vor der Höhle. So, genau hier. Ja, das hier. Und ja, hier kann man nicht mehr durchschwimmen, das ist ja behindert. Und warum ist hier das Wasser dunkel und hier hell? Sind das besondere Steine, die das ermöglichen, dass hier Salzwasser ist und... Ne, war das hier nicht Salzwasser ist. Süßwasser. Gibt es Süßwasser? Ich glaube schon. Und da ist Salzwasser. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich laber scheiße, Leute. Auf jeden Fall. Ist mir das aufgefallen. Seht ihr? Hier dunkles Wasser und da ist helles Wasser. Und ein paar Steine trennen diese beiden Gewässer, was... sehr, sehr eigenartiges, ja, durchaus. So, wir befinden uns gerade auf einer sehr, sehr skurrilen Route, die manch einer vergessen möchte. Ja, denn, ich weiß nicht. Diese Route hier ist irgendwie nutzlos. Diese Route, die gehört irgendwie nicht zum Spiel hinein. Ich weiß nicht, weil man kommt nämlich nach Zegrasulp City und man hat sofort die Tendenz, weiter zu zocken, also nach rechts hinzugehen, also da lang zu surfen. Und warum sollte man sich die Mühe machen, hier nochmal runter zu gehen zu dieser Route? Denn man hat irgendwie sofort das Bedürfnis, da nach rechts zu gehen. Keine Ahnung, ob ihr das versteht, was ich gerade sagen möchte, aber auf jeden Fall ist diese Route hier ein bisschen nutzlos. Aber okay, kann man nichts machen. So, ich würde jetzt mal zu Baumfried wechseln, weil ich das kann. Denn ich glaube, mit Metern kann ich nicht wirklich so viel Damage anrichten. Ich glaube, das hätte schon gereicht, wenn ich noch zweimal Dingens eingesetzt hätte. Aber ich mach's trotzdem so. Finte! Und hat Baumfried allen Ernstes Schwebe? Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Und Baumfried erreicht Level Up. Ich werde mir das gleich mal angucken. Sonnenfüll. Ich glaube, das kann ich auch noch töten, ne? Warum denke ich immer, Sonnenfüll wäre ein Feuer-Pokémon? Ist es eins? Nee, Psycho-Boden oder Psycho-Gestein. Verdammte Kacke, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Scheiß Sonne, Alter. Warum muss es unbedingt einer Sonne ähneln? Auf jeden Fall von der Form her. Nein, nicht wirklich, die Sonne sieht nicht so aus. Die Sonne ist rund und so ganz komisch. Mein Wille ist gebrochen. Oh, okay, klingt cool. So, ja, was gibt es denn so Schönes auf dieser verkackten Route, Kinder? Das wollt ihr bestimmt gerne wissen, oder?
Oder auch nicht. Vielleicht habt ihr die schon selber erkundet. Ich für meinen Teil hatte die damals wirklich sehr, sehr selten erkundet. Und sogar selten betreten. Denn irgendwie hat man einfach keinen Bock auf diese Route. Oder man übersieht sie einfach. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendetwas will aber nicht, dass man diese Route hier erforscht. Naja, ich glaube, ich habe das wirklich jetzt genug zum Ausdruck gebracht. Und ich werde jetzt, glaube ich, die Fresse halten. Ja, auf jeden Fall ist das eine Route, die nicht wirklich sehr beliebt ist, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, die gehört irgendwie nicht hinzu. Jetzt halte ich aber die Fresse. So, ich zerschneide hier Dornen, Ranken, was auch immer. Und sammle Dinge ein. Oh mein Gott, es regnet. Warte mal, werde ich gleich mal ausnutzen und Everglade an der Front lassen. Muss man natürlich ausnutzen hier. Und ja, so, weiterhin Beeren pflücken. Verdammte Kacke, ich habe auch Besseres zu tun. Ey, hier sehen eigentlich aus wie Erdbeeren, ne? Ne, es sind aber Tomaten. Tomate-Beeren. 6 Stück davon, das ist Hardcore. Warte mal, hier muss man aufpassen. Warte, das ist eine Trainerin. Yep, ich habe nichts zu tun, ich will kämpfen. Mir ist gerade extrem langweilig, also muss ich Trainer bekämpfen. Ja. Also, um es auf den Punkt zu bringen, auf dieser Route gibt es nur Trainer und Items. Und Beeren. Ja, habe ich alles erwähnt? Ja, ich glaube schon. Also erwartet euch wirklich nicht zu viel. Sowieso ist das wieder so ein Part, wo ich einfach random Sachen mache. Zum Beispiel, wie vorhin, die Safari-Zone. Und dann noch diese Route hier, die niemand kennt. Ja, muss ich natürlich alles zeigen, denn Let's Play und so. Und ich habe persönlich auch Bock, alles zu zeigen. Denn das ist ja auch der Sinn der Sache. Man spielt ein Spiel, um es den Leuten eigentlich so gesehen zu präsentieren. Es ihnen vorzuführen, ihnen zu zeigen, was es gibt und was es nicht gibt. Deshalb sollten auch wirklich Leute nur ein Let's Play machen, wenn sie sich damit auskennen. Naja, es gibt auch Leute, die gucken gerne Blind-Let's Plays, aber das ist wieder mal eine andere Sache. Ich denke, bei Pokémon sollte man sich ein bisschen auskennen, aber es gibt andere Spiele, die man wirklich blind zocken kann, aber bei Pokémon, Alter, wenn du keine Ahnung hast, lass die Finger davon. Weil Pokémon hat eine extrem große Fanbase und wenn man da wirklich absolut keine Ahnung hat, wovon man redet, dann wird man auch keine Zuschauer hinzubekommen. Denn ja, die Leute suchen halt andere Leute, die Kenntnisse über die Mechanik haben. Das klingt voll cool gerade. Kenntnisse über Mechanik. Oh, yeah. So, Astrainer Snickers. Ich habe den Namen nicht mitbekommen, deshalb sage ich einfach mal Snickers. hat ein Rihorn. Rihorn ist tot. Sie hatte ein Rihorn. Dieses ist gerade ertrunken und das ist voll schlimm. Auf die schlimmste Art und Weise, die ihr euch gerade vorstellen könnt. Ach, Tropius, Mann. Ich hatte dir eine Megaform gegönnt, aber die Entwickler dachten sich, boah, nee. Gib mir lieber Bibor oder Tauboss. Mann. Warum bekommen so viele Kanto-Pokémon eine Megaform? Ohne Witz, Alter, das regt mich wirklich auf. Ich meine, schon in Pokémon XY wurden so viele neue Mega-Pokémon vorgestellt und davon war so ein großer Teil aus Kanto, hat mich so aufgeregt. Und kein einziges Mega-Pokémon aus der 6. Gen eigentlich. Ich glaube, das war wirklich das Schlimmste an der Sache. Ich meine, man findet eine Mega-Form in einer anderen Region, aber nicht ein einziges Pokémon kann es. Also nicht ein einziges Pokémon besitzt diese Mega-Form. What the hell? Das macht einfach keinen Sinn. In Kalos wurde die Mega-Entwicklung gefunden und vorgestellt, würde ich mal so schätzen. Ja, also auf jeden Fall wurde es so erzählt. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, kompletter Schwachsinn. Das wird einfach von den Leuten dann so entwickelt und dann haben sie gesagt, oh, das wurde zufälligerweise in Kalos entdeckt. Ja, diese Mega-Form, eine ganz besondere Form der Mega-Entwicklung. So wird es gesagt und so wird es getan und das ist alles voll blöd. Nee, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Was wollte ich vorhin sagen? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall sollte ich hier mal wechseln.
Ja, auf jeden Fall fand ich das blöd. Es gibt, glaube ich, ein einziges Pokémon, das eine Megaform kann aus der Kalos-Region. Aber dieses Pokémon kann diese Megaform nur in diesem Spiel hier machen. Und das ist das Pokémon Diancie. Falls ihr vor ein paar Tagen meine Videos verfolgt habt, habe ich so ein, ich habe so ein Event gemacht, also ein Special-Video, wo ich zeige, wie das Event mit Diancie gemacht wird und was da passiert und hast du nicht gesehen. Und ich habe zudem noch gesagt, dass man in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir den Megastein für dieses Pokémon bekommt, ja. Ich glaube, sobald ihr euer Diancie rübergetauscht habt, bekommt ihr den Megastein von irgendeiner fremden Person in die Hand gedrückt und dann könnt ihr euer Diancie Mega entwickeln lassen. Und das wäre dann das einzige Pokémon aus der 6. Gen, das eine Mega-Entwicklung vollziehen kann. Mein Gott, wie einfallslos. Hier kommt ein Panzeron. Ich glaube, ich muss hier auf Steinhagel setzen. Ja, so viel mal dazu. Also klar, man hat nicht wirklich so viele Pokémon erfunden für die 6. Gen. Ich glaube, es waren knapp 60, 70 Stück. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht viele. Und das war gerade voll blöd von mir. Ach, ist egal, ich mache einfach Surfer, weil Regen und so. Ich fand's ein bisschen blöd. Ich fand's auch ein bisschen schade, dass wirklich keins dieser Pokémon so eine Megaform bekommen hat. Aber ich weiß nicht. Wenigstens 1 bis 2, das wäre eigentlich schon cool gewesen. Klar, man hat sich so gedacht, ey, neue, also ältere Pokémon würden so eine Form mehr verdienen als die neueren Pokémon. Aber komm, trotzdem, ich finde, trotzdem hätte es drin sein sollen. Ich weiß nicht. Egal. Warte mal. Das ist lame. So, ihr seht schon, da oben gibt es noch ein Item, denn diese Route kann man logischerweise mehrmals machen. Denn man bekommt immer verschiedene Sachen, sobald man einen anderen Weg einschlägt. Ich glaube, es gibt 2 bis 3 Wege, die man nehmen kann. Ich glaube, oder nur 2, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt den einen hier genommen. Und es gibt noch den anderen und da oben gibt es noch einen Trainer, der mit uns kämpfen möchte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Weg hier zeigen soll. Ich glaube, ich werde diese Items und diese Trainer offscreen bekämpfen, denn wir sind zeitlich gerade schon gar nicht mal so gut, würde ich mal schätzen. Ich habe keine Ahnung, ich gehe davon aus. Ich würde es dann an dieser Stelle auch dann beenden. Ich habe jetzt kein Pokémon, das fliegen kann, was voll schade ist. Was macht diese Frau hier? Was machst denn du hier? Nein, ich will... Lass mich bitte, ich hab keinen Bock, dir was zu sagen. Oh Mann, einfach P. P wie Pelikan. Ich wollte was anderes sagen, aber das hätte euch nicht so gefallen. Persimbeere. Cool. Gib mir auch Beeren. Ja, Leute. Im nächsten Part werden wir uns nach Segrasol City begeben und die Stadt ein bisschen erforschen und gucken, was es da so gibt. Und vielleicht werden wir da was Seltsames erleben. Ja, Leute, das war's soweit von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mich wie immer unterstützen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Part. Haut da rein, euer Bladius.